Guys, hallihallo, hallöchen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, eure Thimbleswelt. I'm sorry, ich kann nicht singen, ich weiß. Und falls ich heute mal irgendwo gegenkomme und ihr komische Geräusche hört, direkt neben mir ist eine Lampe. Ich weiß auch nicht so genau, wie ich das hier alles aufstellen soll. Es tut mir leid. Willkommen zu einem weiteren Unboxing bei mir. Ich stecke quasi in den Vorbereitungen für die September-Oktober-Challenges. Es stehen zwei Events an, bei denen ich teilnehmen möchte. Und das ist der Chuckalong im September, wo ich dran teilnehmen möchte. Das Unboxing möchte ich euch heute zeigen. Es ist also ein Chuck-Pinsen. Und zum anderen möchte ich am Drills and Chills-Event teilnehmen, aber das Bild zeige ich euch später. So, also zeige ich euch jetzt meinen wundervollen Chuck-Pinsel. Das ist leider der einzige, den ich habe. Es gibt einfach so viele Bilder, die man haben möchte und man kann einfach nicht alle haben, auch wenn ich sie gern alle hätte und ich mittlerweile eigentlich auch schon viel zu viele habe. Aber ja, so ist das halt. Ja, auf jeden Fall ist das hier das Bild, was ich für den Chuckalong painten werde, und weil ich so langsam mal mit dem Upkitten anfangen muss, weil ich sonst zu wenig Zeit habe und auch noch im Urlaub fahre und so weiter und so fort, zeige ich euch jetzt erstmal, dass es ein rundes Bild ist. Rund, woran erkennt ihr das? Ich möchte mehr Licht haben, glaube ich. Warum regnet das jetzt? So, ein bisschen Licht zumindest. Rund, hier pinke Bordüre, ne? Pink und da pinker Kreis, rund, alles rund steht auch drauf, ne? Round Diamonds, ja, für schlaue Menschen. Ja, und ich zeige euch heute Seize the Day von Chuck Pinsen. Es ist ein 74x55 cm Bild. Und ich habe das Bild gesehen und habe mich verliebt. Ich habe mich noch in ein anderes richtig hart verliebt. Das war aber nicht greifbar, also habe ich das hier genommen. Das ist quasi mein zweitliebstes von Chuck Pinsen. Wie ihr seht, habe ich es noch nicht angefasst. Es ist noch die Folie drumherum. Die machen wir jetzt erstmal ab. Ich entschuldige mich für jegliche Knistergeräusche. I'm pretty sorry for that. Und dann holen wir mal das wunderschöne Bild heraus. Obwohl, wir holen als allererstes wie immer unser wunderschönes Toolkit raus. You know that. Ihr kennt es alle. Es ist das Standard-Toolkit für runde Kits von Diamond Art Club. Es ist der blaue Stift mit einem Vierersetzer und einem blauen Squishy für die ergonomische Passform. Ja. A bunch of Baggies. Ganz schön viele Baggies sind dabei. Zum Downkitten benutze ich die tatsächlich. Herzchenwachs, 2 Stück und ein durchsichtiges Tray. Ich liebe diese durchsichtigen Trays tatsächlich. Ich mag die sehr, sehr gerne. Also Standard-Toolkit. Hätten wir jetzt ein Square-Kit, dann wäre noch eine Pinzette dabei, die relativ scharf ist bei Diamond Art Club. Muss man ein bisschen aufpassen, aber die haben meistens so einen kleinen Sleeve vorne drüber. So, was haben wir hier noch Schönes? Wir haben hier diese wundervolle Leinwand. Unser kleiner Sticker. Viele tun den vorne auf die Box, um das Bild wieder zu finden. Das brauche ich tatsächlich nicht. Bei mir kommt es ins Journal. Wobei ich das immer sage und nie mache und immer vergesse und sie mittlerweile alle auf einem Haufen liegen. Ich muss das mal ordentlicher werden, glaube ich. Das Problem ist, dass ich sowas wie ein Journal auf meinem Handy habe. Das ist halt immer, naja. So ist das halt, ne? Diese unorganisierten Menschen. So, Sticker. Leinwand, Freunde. Leinwand. Dieses Gefühl, ich liebe die Diamond Art Club Leinwände. Geh weg, Messer, dich brauche ich gerade nicht. Wir holen erstmal die Drills raus und die Legende und das kleine Booklet. So, wir haben unsere kleinen Instructions mit einem Code hinten drin, einem 10% Code. Ja. Zur Seite brauche ich nicht, sagen wir es so. Dann haben wir hier noch die
Die Legende ist in 46 Farben und 3 ABs. 2 gelbe ABs, ein weißer AB, also ein ziemlich hellgelber AB mit der 129. Ein knalliges Gelb mit der 130 und weiß 141. Das ist, glaube ich, so der Standard-AB von Diamond Art Club. Hier nochmal das Bild. Die Sticker sind einzeln, kann man einzeln abmachen und auf seine Döschen kleben fürs Upkitting. Und dann haben wir hier die Steinchen. Da sieht man auch schon den etwas helleren AB. Mein Licht will aber heute nicht. Den etwas helleren AB. Ich werde die heute nicht auspacken, weil ich kann sie trotzdem auspacken. Ich hatte gerade überlegt, weil dann kriege ich sie schwer wieder rein in den Karton. Muss ich ja gar nicht, weil ich muss ja eh abkitten. So. Wir haben ganz, ganz viele gedeckte Farben, weil es ist halt ein Landschaftsbild. Landschaftsbilder sind immer relativ gedeckt. Es sind ein paar bunte dabei. Ich gehe die jetzt nicht alle einzeln durch. Ihr könnt, wenn ihr die nochmal sehen wollt, hier sind alle Farben vermerkt. Alle DMC-Nummern. Lots and lots of brown and green. Ganz viel braun und grün. Wir gucken aber mal kurz auf den AB. Sehr gut. Der knallig gelbe, das ist nicht ganz so viel, ne? Dann haben wir noch irgendwo den weißen. Das ist vermutlich etwas mehr. Genau, hier hätten wir den weißen. Da. Und der hellgelbe. Da haben wir ganz viele von. Ganz viele. Ja, unsere ganzen schönen Farben. Wie viel 310 haben wir? Ein Bag 310. Das geht tatsächlich. One Baggy. Braun haben wir ein bisschen mehr. Aber auch alles verschiedene Brauntöne, außer hier die 938. Da ist ein bisschen mehr von da. Aber sonst hält sich das doch alles in Grenzen, würde ich sagen. Ne? Also ich freue mich da so riesig drauf, endlich einen Chuck Pinson machen zu können. Ich habe lange auf dieses Event gewartet, aber es liegt auch daran, dass ich hier einfach so viele Bilder liegen habe und einfach schmiedweg nicht dazu komme, die fertig zu machen. I don't know. Ich habe hier noch ein riesengroßes London-Bild, ein Josephine Ball angefangen, ein Snack-Size-Bild angefangen. Darunter liegt noch eins von Sarah Mond, womit die Qualität ist katastrophal. Ob ich das jemals fertig painte, weiß ich nicht. Es ist riesengroß. Actually schade um das Geld. Aber wenn man anfängt, ist man halt ein Noob. Naja, egal. Wir müssen jetzt nicht über Sarah Mond reden. Wir gucken uns jetzt erstmal diese wunderschöne Leinwand an. Oh. Also, nochmal kurz zur Erklärung. Es ist ja ein rundes Bild. Bei runden Bildern ist das so, dass das quasi nicht ganz im Negativ ist, aber auf jeden Fall sieht das Bild am Ende nicht so aus, sieht das Bild am Anfang nicht so aus, wie es am Ende aussieht. Wenn die Steine drauf liegen, sieht es halt komplett anders aus. Was daran liegt, dass hier Kreise um alle Steinchen sind quasi, beziehungsweise da, wo die Steinchen hinkommen und helle Farben anstatt dunkle sind. Also nicht genau die Farben, die gepaintet werden sozusagen, damit es leichter ist zu painten. Aber egal, ich zeige euch jetzt erstmal das Bild. Tada! Mein wunderschöner Chuck Pinson Size the Day. Bisschen weiter nach oben, damit ihr alles sehen könnt. Ist das nicht schön? Es ist so wunderschön, dieses Bild. Wo kommen denn die ABs hin? Also ganz viele von den Weißen sind hier am Boot. Fassen so ein bisschen das Boot ein. Dann haben wir ganz viele Einser hier, also das ist das helle Gelb, haben wir hier im Wasser mit drin, wo die Sonne quasi drauf scheint. Hier oben ist auch nochmal weiß und ganz viel das hellere Gelb. Wo haben wir denn die zwei? Wo haben wir denn das richtig harte Gelb? Ich hätte jetzt vermutet hier, aber hier ist ein... Doch, da sind... Nee, da ist nichts. Hier sind so einzelne zwischen, also zwischengesetzt. Ich glaube, das war es auch, oder? An zweien. Also wie gesagt, da sind zwei, sind die dunklen Gelbtöne. Da ganz oben in der Ecke ist noch einer. Ich kann noch zeigen. Da, und sogar zwei. Da.
Über True to Size, also über die richtige Größe, müssen wir eigentlich bei Diamond Arctum nicht sprechen. Die sind immer genauso, wie sie sein sollen. Die sind super sticky. Das heißt, sie sind nicht super sticky, sie sind normal sticky. Also so, dass man die Steine auch noch ein bisschen schieben kann, wenn man sie nicht zu 100% gesetzt hat. Ich finde, runde Kits verzeihen eine Menge. Und sie gehen super fix. Also ich habe tatsächlich für Trail of Dreams Extremes fast exakt einen Monat gebraucht. Ein bisschen weniger sogar. Das heißt, ich sollte den Chuck Pinson, fingers crossed, auf jeden Fall vorher bzw. im September schaffen. Und ich denke, dass ich mein Drills and Chills Bild dann im Oktober dazu schmeiße oder wenn das hier fertig ist. Auf jeden Fall wird erstmal der Chuck Pinson gepaintet und dann kommt das Drills and Chills Bild. Wir haben hier noch ein paar Boote. Hier steht auf jeden Fall, glaube ich, Size the Day auch drauf. Ja, genau, da steht Size the Day drauf. Also das allerdings finde ich den Schriftzug tatsächlich nicht so schön, wie er gemacht ist auf dem Bild. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich nicht mag. Hier haben wir so ein, zwei Entchen. Da ist ein kleines Bambi. Da hinten ist noch ein Segelboot. Ja, das Bild wird einfach wunderschön. Ich freue mich da riesig drauf. Fun Fact, ich werde zwei Bilder painten in der Zeit, die mein Freund so gar nicht mag. Bin gespannt, was er am Ende sagt, wenn sie dann fertig sind. Aber ja, Freunde, das ist tatsächlich erstmal das für heute. Wie gesagt, bei mir werden jetzt die Steinchen vorbereitet. Da nehme ich euch, glaube ich, aber nicht mit, weil das nicht so spannend. Ich nehme euch dann vielleicht mit auf eine kleine Tour, wenn ich das Bild entweder fertig habe oder vielleicht sogar ein Whip and Chat. Ein Work in Progress, vielleicht sehen wir uns da mal bei. Mal gucken, wie viel Zeit ich habe währenddessen. Man muss ja auch noch arbeiten, leider. Ja, aber ansonsten war es erstmal für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, Mittag, Nachmittag, Wochenende, in der Woche Urlaub, ruhige Arbeitszeit, alles Mögliche. Ich wünsche euch nur das Beste, sagen wir es so. Bleibt gesund. Passt auf euch auf, lasst euch impfen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye, guys. Tschüss.